grüße euch ganz herzlich zusammen und wie immer habt ihr bei derautotester.de den Anspruch, etwas Neues über Autos zu erfahren. Und so haben wir heute den brandneuen Hyundai i20 für euch mitgebracht. Schaut euch mal dieses schöne Stück an. So ein schönes Auto kostet natürlich auch etwas. Und wir haben dafür einen Kooperationspartner, der heißt GoLeasy. Da könnt ihr nämlich gucken, was würde das Auto denn beim Leasen kosten. Und da könnt ihr vergleichen, die besten Leasingangebote, ganz interessant. Und natürlich muss so ein Auto auch versichert sein, so ein neues. Und da empfehlen wir euch GetSafe. GetSafe ist ein moderner Versicherer, digital, ohne Papierkram, sehr gut gemacht, so wie man sich es heute vorstellt. Guckt gern mal in unserer Infobox nach, da erfahrt ihr mehr. Aber zurück zu diesem Hyundai i20 in seiner neuen Form, dritte Generation. Und wir haben ihn hier in der höchsten Ausstattungsstufe. Das ist natürlich, das machen die Hersteller gern, die geben uns die besten Ausstattungsstufen, damit man alles zeigen kann. Die nennt sich Prime. Und diese Prime-Ausstattungsstufe, die beinhaltet eben auch zum Beispiel eine sehr umfangreiche Ausstattung mit Assistenzsystemen. Vor uns steht dieser Hyundai i20 übrigens als 120 PS-Variante mit einem 48 Volt, schau mal, hier steht es auch drauf, Mild-Hybrid-System, das dafür sorgt, dass der Verbrauch optimiert wird. Da gibt es auch zum Beispiel so eine Segelfunktion und das Ganze führt dann dazu, dass der Verbrauch eben da liegt, wo er am Schluss wirklich liegen soll, also bei etwa 5,5 bis 6,5 Litern. Ich werde beim Fahren dann noch etwas mehr drauf eingehen. Sehr interessant gezeichnet dieses Auto übrigens, modern, spacig, hier die durchgehende Lichtleiste am Heck, das sieht man jetzt bei dem Rot nicht ganz so deutlich. Hier der angedeutete Unterfahrschutz, sportlich. Das Auto ist 4,04 Meter lang, ein bisschen breiter, ein bisschen niedriger geworden. So liegt es sehr satt, steht satt auf dem Boden. Also ich finde, schön geworden. Auch, wir gehen das am besten nochmal, ich habe es vorhin gar nicht erwähnt, schauen uns vorn, was für ein kalter Wind heute. Schön geschnittene Außenspiegel mit so einem Schwung nach innen, natürlich die Blinker integriert. Und dann, das wollte ich euch eigentlich zeigen, das Heck, ja die Front mit diesem Cut hier in der Motorhaube, ein schön haptisch ausgeformter, schwarz hochglänzender Grill, breit angelegt, hier die in die Seiten hineinreichenden Scheinwerfer. Also ein Auto, muss ich sagen, das in die Zeit passt, mit dem man sich sehen lassen kann, sich nicht vor seiner Konkurrenz verstecken muss. Als erstes muss ja genannt werden der VW Polo, aber man könnte auch den Opel Corsa nennen oder den Ford Fiesta. Also interessante Autos und da bei diesem Vergleich sind wir schon. Müsste natürlich auch was über die Preise sagen, gar keine Frage. Also dieser neue i20 kostet ab 13.000 Euro. Ich sag mal grob, ich lasse mal die 200-300 Euro Schritte weg, dann ist es auch kein Thema mit den 16% oder 19% Mehrwertsteuer. Also ab 13.000 Euro. Aber dann ist dieses Auto natürlich noch nicht in dieser tollen Ausstattung, auf die ich noch eingehen werde, auf der Straße, sondern dann gibt es die einfachste Ausstattung, auch keinen 120 PS Motor, auch keinen 100 PS Motor, weil den hier gibt es auch mit 100 PS, sondern mit einem Vierzylinder Sauger, der eben dann nur 84 PS leistet. Also, und auch die Ausstattung im Innenraum ist dann nicht ganz so komfortabel, umfangreich wie hier. Aber wir vergleichen mal weiter. Wenn ich es mit dem Ford Fiesta vergleiche, auch der liegt etwa in seiner Basis um 13.000 Euro rum. Etwas teurer, etwas über 14.000 Euro ist dann der Opel Corsa und der Marktführer VW Polo. Der ist natürlich dann die Benchmark mit knapp über 15.000 Euro in der Basis. Aber diese
dieser Vergleich, der hinkt natürlich, denn er hängt davon ab, wie gut die Autos ausgestattet sind und ob ich diese Ausstattung wirklich brauche, ob ich sie wirklich nutzen kann. Also da muss man ganz individuell vergleichen, um am Ende für sich ganz persönlich zum besten Ergebnis zu kommen. Was, wie ich finde, immer für Hyundai spricht, ist auch diese 5 Jahre dauernde Garantie ohne Kilometerbegrenzung. 5 Jahre, das gibt viel Sicherheit, Berechenbarkeit. Und auch wenn man das Auto nach 3 Jahren verkauft, weiß der Käufer immer noch, ich habe 2 Jahre Garantie noch immer und ich bin safe. Ich muss nur darauf achten, ist am Auto alles optisch okay. Technisch ist man ja abgesichert. Bevor ich hier erfriere, es ist echt saukalt hier mit dem Wind, gehen wir mal zum Heck und schaut mal auf dem Weg zum Heck. Hier das i20 Signet schön integriert in die spacigen Heckleuchten und hier auch gut integriert der Tankstutzen. Also optisch wirklich ein weiteres Meisterstück. Oder schaut mal hier, diese kleinen Sicken hier, das typische Dreiecksfenster hinten, hier mit einer schönen Chromeinfassung. Und jetzt schauen wir mal, was sich da hinten im Kofferraum verbirgt. Der Kofferraum ist kleinwagentypisch. Wir haben hier gegenüber dem Nicht-Mild-Hybrid übrigens einen kleineren Kofferraum, 262 Liter, fast der gegenüber 351 bei der Nicht-Hybrid-Variante. Und schaut mal hier drunter, seht ihr jetzt schon den Grund. Hier ist das 48 Volt Hybrid-System verbaut und das braucht Platz und deshalb fällt das Kofferraumvolumen hier um nahezu 90 Liter. Ja, dann zeige ich euch bei der Gelegenheit noch, wie leicht sich die Sitze bzw. die Rückenlehnen umlegen lassen. Einmal hier auf der Seite und jetzt gehe ich mal um dich herum und wir legen noch die zweite Rückenlehne um. Ihr seht, es entsteht ein nahezu, können das auch noch rausnehmen hier, dann sieht man das perfekt. So, schaut mal rein. Ein nahezu, naja, nicht ganz ebener, leicht ansteigender Gepäckraum entsteht, groß. Und wenn man das, wie gesagt, für 2 Personen nutzt, kommt man da wirklich sogar mit einem großen Urlaubsgepäck gut klar. Also gut gemacht, viel Platz hier im Innenraum des i20. So, jetzt gehen wir nach vorne und ich zeige euch mal, wie viel Platz ich habe auf der Rückbank. Übrigens bei der Gelegenheit, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, wir haben hier eine zweifarbige Lackierung. Die kostet in etwa 500 Euro Aufpreis und trennt, ist schön integriert, die Heckscheibe, die dunkle, hier bei dieser Prime-Ausstattung eben dann in einem Paket beinhaltet die dunklen Seitenscheiben passen sehr gut zu diesem schwarz lackierten Dach. Die Holme vorn bis hier runter auch schwarz lackiert. Also die Scheibeneinheit als Ganzes hebt sich so schön ab mit dieser Antenne da oben, der Haifischflosse, schön. So, aber nur auf dem Weg das erzählt. So, jetzt seht ihr mal, ich bin ja 1,86 groß. Und der Fahrersitz vorne steht jetzt so, wie ich ihn vorhin stehen hatte. Also man sieht, für einen Kleinwagen ist hier gut Platz. Da kann man sich sogar vorstellen, auf einer mittellangen, sogar bis längeren Fahrtstrecke wohlzufühlen. Die Auflage für die Oberschenkel ist gut, ist ausreichend. Das ist, ja, also es ist auch so, dass man die Oberfläche, den Stoff mag. Ich kann hier die Kopfstützen weiter nach oben machen und auch die Kopffreiheit. Ich habe da oben bestimmt noch 5 cm Platz, ist ausreichend. Auch hier hinten das Bose Soundsystem und hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hinten auch ein USB-Anschluss gehört, allerdings auch in das Paket, das ich schon erwähnt habe, in der höchsten Ausstattungsstufe. Also darf man nicht verkennen, in der Basis sieht das alles nicht ganz so schön aus. Übrigens auch in diesem Paket, das ich erwähnt habe, die Sitzheizung hinten. Also auch die hinten Sitzenden brauchen in der zweiten Reihe keinen kalten Po bekommen. Und bei den Temperaturen, wie wir sie gerade haben, jetzt im Herbst in Deutschland,
ist das natürlich sehr schön. In einem Kleinwagen nicht üblich, dass man für hinten Sitzheizungen bekommt. So, jetzt sitze ich auf meinem Lieblingssitz, auf dem Fahrersitz, und habe hier in der Hand, was es vor allem zu sagen gibt über die Preise des neuen Hyundai i20. Hier steht jetzt ganz genau, mit 16% Mehrwertsteuer werden aktuell 13.637,31 Euro fällig. Das liegt, wie gesagt, an dem 16% Mehrwertsteuersatz, und dafür bekommt man dann den 1,2 Liter Vierzylinder mit dem 5-Gang Schaltgetriebe und 84 PS. Wir sitzen hier auf der anderen Seite, wenn man so möchte, nämlich in der fettesten Variante. Gehen wir mal darunter. Die kostet 23.970 Euro. Also das ist der 120 PS Motor mit 48 Volt Hybridsystem, 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe für 23.970 Euro, zumindest noch bis zum Jahresende. Übrigens, bis zum Jahresende gibt es das Auto auch schon, denn ihr könnt das Auto beim Händler jetzt schon erwerben. Ihr könnt es jetzt schon bestellen. Also die 16% Mehrwertsteuer sind hier relevant. Interessant ist dieses Paket hier dann, nämlich das Paket aus Navigationssystem, 10,2 Zoll Bildschirm und Bose Soundsystem mit Subwoofer, kostet 1000, Telematikdienste sind da auch noch beinhaltet, kostet 1242 Euro und gibt es ab der Ausstattungslinie Trend. Ihr seht es hier, darunter ist es nicht verfügbar. Auch die Assistenzsysteme, von denen ich schon gesprochen habe, muss man sagen, dass sie in den niedrigsten beiden Ausstattungslinien, ihr seht das hier, Pure und Select, nicht verfügbar sind. Also da gibt es weder die Einparkhilfe, noch den Querverkehrswarner, noch den Totwinkelwarner, noch den Einparkassistenten, noch den Ausparkassistenten. Also ich habe jetzt nur mal einige aufgezählt. Das alles gibt es hier in Pure und Select nicht, erst eben in Trend und Prime. Für 926 Euro Aufpreis gibt es dieses Paket. Das muss ich jetzt korrigieren, denn das Grundassistenzpaket Plus ist hier in Prime beinhaltet, also in dieser höchsten Ausstattungsstufe, in der wir hier sitzen. Also das braucht sich, was man hier sieht und fühlt, braucht sich wirklich nicht zu verstecken vor den europäischen Konkurrenten. Das ist ein modernes Design. Mir gefallen auch die Oberflächen sehr gut, dass sie nicht in einer Art sind, sondern unterschieden. Hier die Querlinien, die das Armaturenbrett schön breit erscheinen lassen. Hier wieder diese Riffelung obendrauf. An der Seite, an den Türen hier die Nabung, die nach Leder aussieht. Ein bisschen weich ist allerdings lediglich hier auf den Armauflagen. Alles andere ist doch Klopftest. Hier harter Kunststoff. Und ist allerdings ein Trend, den ich auch bei anderen Herstellern sehe, dass man hier so zu den harten Kunststoffen zurückkehrt. Ansonsten von der Bedienung her alles intuitiv. Hier die Klimaeinheit mit der Klimaanlage, mit der Außenluft, die man abschalten kann. Also hier klare Bedienung, die wichtigsten Funktionen mit einfachen Tasten. Hier Außenluftabschaltung, da braucht man nicht in irgendwelche Ebenen gehen, sondern das ist klar. Drunter eben USB-Anschluss, 12-Volt-Anschluss und für Smartphone darunter kabelloses Laden, soweit das Smartphone dafür vorbereitet ist. Man kann, wenn man das Smartphone da reinlegt, auch gut erkennen, was auf dem Smartphone gerade geht, oder es eben dann als Navigationssystem nutzen. Apple CarPlay, Android Auto, alles da. Man kann das Smartphone sehr gut verbinden mit dem Auto. Und wie gesagt, die Navigationseinheit hier mit dem großen 10,2 Zoll Bildschirm und hier hinter eben auch nicht in der Grundausstattung schon verfügbar, eben das voll digitale Display. Also ein sehr modernes Auto. Ihr seht hier übrigens den Verbrauch, 5,4 Liter, durchaus ein realistischer Testverbrauch, der hier zufällig angezeigt wird, den möchte ich euch nicht
vorenthalten. Was ich nicht vergessen möchte, sind die Funktionen hier, nämlich hier die Rückfahrkamera. Seht hier Rückfahrkamera, auch das Teil dieser Prime-Ausstattung und dieses Pakets, Navigationspakets. Dann daneben Parkassistent und hier vor allem die Drive-Modi. Die werden hier angezeigt. Ihr seht hier Sport und dann verändert sich in diesem voll digitalen Display auch die Farbe. Jetzt Eco in diesem Eisblau, Komfort in diesem metallischen Look und Sport im roten, im roten Aussehen. Also mit dieser karierten Flagge drunter, so ein bisschen Rennsport-Erinnerung, die da eingebaut ist. Also drei Fahrmodi, aus denen der Fahrer wählen kann. Wenn man sieht, was heute in einem Kleinwagen alles angeboten wird, ist schon toll. Und hier der schöne, haptisch schöne Griff für das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, mit dem man eben nur noch den Drive-Mode einlegen muss, Rückwärtsgang und alles andere geht von allein. Nebendran übrigens auch hier noch die dreistufige, auch das ist nicht die Regel, die dreistufig unterscheidbare Sitzheizung. Ein Auto, muss ich sagen, das in dieser modernen Form kaum Wünsche offen lässt. Die Sitze, auch hier ein gefälliges Muster, finde ich. Klares Design, angenehme Haptik. Das war früher bei Hyundai nicht immer so. Da haben sich die Stoffpolster so ein bisschen, die Stoffe über den Polstern so ein bisschen synthetisch angefühlt. Das fühlt sich jetzt deutlich hochwertiger an. Also ein Auto, in dem ich mich wohlfühle und ein Auto, bei dem man für Preise zwischen 13.000 und 23.000 Euro wirklich viel Nutzwert bekommt für zwei Personen, durchaus auch als Erstwagen denkbar. Fahren ist mir immer besonders wichtig bei einem Auto, selbstverständlich. Darum geht es ja beim Auto. Und deswegen habe ich mich jetzt hier auf den Fahrersitz gesetzt, um euch zu erzählen, welche Fahreindrücke ich habe. Also wir haben ja hier die Variante mit den 120 PS in der Prime-Ausstattung. Und diese Prime-Ausstattung ist die höchste Ausstattungsstufe für 21.000 Euro plus. Ja? Und dazu gehört zum Beispiel, dass man dieses schöne Display hier optional erwerben kann. Auch diese voll digitale Darstellung hier in der Mitte ist Teil dieses großen Pakets. Ich glaube, das Paket kostet inklusive dem Bose Soundsystem und einiger anderen Dinge, vor allem diesem Abstands-, ich nenne es mal Abstandsregelsystem, wo das Auto automatisch Gas gibt und wieder abbremst, kostet es 1400 Euro Aufpreis. Also zu den 21.000 Euro nochmal die 1400 dazu. Die 120 PS Maschine hier ist sehr dynamisch für dieses kleine Auto. Wir sind ja in der, ich nenne das Polo-Klasse. Also das heißt, du bist mit den 120 PS wirklich gut bedient. Es ist nicht übermotorisiert, ich würde sagen, passt ganz gut. Darunter gibt es ja noch die 100 PS Variante übrigens mit der gleichen Grundmaschine. Das ist also die 1 Liter Maschine, die drei Zylinder nutzt und aus diesen drei Zylindern eben dann diese 120 PS generiert. Wir haben hier im Display jetzt einen Testverbrauch von 6,5 Litern und ich denke, also im Schnitt, wir haben momentan Verbrauch seit Start von 5,7. Also daraus ergibt sich, dass sich Verbrauchswerte von 5,5 bis, würde ich mal sagen, 6,5 Liter ergeben. Das Auto ist eher sportlich als weich abgestimmt. Und alles, was sich hier bedienen lässt, insbesondere, schaut mal diese Tasten hier, das ist sehr angenehm. Die nächsten 8 Kilometer der Strecke für und wenn wir jetzt zum Radio zum Beispiel mal wechseln, oder eben dann zurück zum Navi, ist alles selbsterklärend. Das ist ja das, was mir bei Hyundai und Kia so gut gefällt, dass viele Funktionen im Auto selbsterklärend sind. Übrigens in diesem Auto das Doppelkupplungsgetriebe, 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Ich meine, ein Aufpreis von auch etwa 1400 Euro.
für mich heutzutage etwas, was in ein modernes Auto gehört. Schalten und Kuppeln ist etwas von gestern. Aus meiner Sicht braucht man nicht mehr die Technik, macht das heute besser, als wir das machen. Und am Lenkrad auch übersichtlich die entsprechenden Funktionen mit dem Lane Assist, mit den ganzen Assistenzsystemen, die man aktivieren oder deaktivieren kann. Also ein Auto, du setzt dich rein, das passt. Es ist alles also im weitesten Sinn selbsterklärend. Jetzt in ganz moderner Form, so passt innen auch wunderbar zu außen. Der Dreizylinder klingt angenehm. Die Verbrauchswerte, ich habe sie eben schon erwähnt, 5,5 bis 6,5 Liter, je nachdem, wie man dieses Auto beansprucht, bei Kia und eben Hyundai, sind inzwischen wirklich auf dem Niveau der europäischen Hersteller angelangt. Aber auch die Preise sind auf dem Niveau, darf man nicht verkennen. Andererseits, wenn man, und das ist meine ganz persönliche Erfahrung, wenn man zum Händler geht, muss man dort nicht lange verhandeln, bei Hyundai zumindest nicht, bis man einen wirklich beachtlichen Rabatt bekommt. Also das muss man am Ende eigentlich vergleichen, nicht was steht als Listenpreis da, sondern jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich hier nach rechts komme, dass man nicht allein den Listenpreis vergleicht, sondern natürlich auch die Ausstattung, die es für diesen Preis gibt und natürlich eben auch das, was man an Rabatt bekommt. Und das kann man am Ende eigentlich nur ausprobieren. Wie gesagt, bei Hyundai war das gar kein Problem. Als ich meiner Schwiegermutter ein i10 gekauft habe, waren die 20% im Prinzip schon das Grundangebot. Wie es jetzt hier mit dem neuen i20 ist, kann ich nicht genau sagen, aber ich wollte andeuten, es lohnt sich hier zu vergleichen. Denn der Preis ist schon in der Basis attraktiv. Wenn man es vergleicht mit dem VW Polo, der Polo beginnt in etwa bei 15.000 Euro. Der Ford Fiesta liegt irgendwo auch über 13,1 meine ich. Und der Corsa liegt bei etwas über 14. Aber wie gesagt, was hilft das? Diese Preise geben eine erste Orientierung. Aber man muss Ausstattung und Effektivpreise, die sich nach dem Verhandeln ergeben, vergleichen. Erst dann weiß man wirklich, welches Auto für einen persönlich das günstigste ist. Weil wenn ich sage, ich brauche die ein oder andere Option nicht, die im ein oder anderen Auto verbaut ist und im Grundpreis beinhaltet ist, kann das für mich oder muss das nicht attraktiv sein. Also, was will ich? Was brauche ich nicht? Und da auf der Basis dann vergleichen. Ich finde, Hyundai packt hier ein schönes Paket ab 13.000 Euro. Aber wie gesagt, hier sind wir 10.000 Euro teurer in der Prime-Ausstattung. Die Höchstgeschwindigkeit mit dieser 120 PS Maschine oder Variante, Leistungsstufe, wie auch immer man das nennen möchte, liegt bei 188 Stundenkilometern. Das ist völlig ausreichend für so einen Kleinwagen und in 10,3 Sekunden erreicht man aus dem Stand Tempo 100. Ich würde sagen flott, ausreichend flott, das muss kein Rennwagen sein. Gleich dazu gibt Hyundai einen sehr realistischen Wert an für die WLTP-Norm mit 5,4 Litern. Also dieser gute Wert wird übrigens auch erreicht durch den sogenannten Segelmodus, den ich jetzt hier gerade, ihr seht es hier im Display, aktiviert habe, indem ich vom Gas gegangen bin. Also man geht aufs Gas, geht dann vom Gas weg und da schaltet sich dieser Segelmodus automatisch ein, unmerklich. Und der führt eben dazu, dass sich dann der Verbrauch um etwa einen halben Liter, so die Aussage von Hyundai, eben reduzieren lässt, weil eben dann der Antrieb deaktiviert wird. Also eine sinnvolle Geschichte, dieser Segelmodus. Und übrigens auch der Modus in der Navigation beinhaltet, also dass man, wenn man hier Straßen hat mit Verkehr, mit Geschwindigkeitsbegrenzungen, dass man dem Auto dann sagen kann,
halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und das Auto macht es dann. Diese Funktion kann viel Geld sparen, gerade wenn man in Frankreich zum Beispiel unterwegs ist, wo man schon mit einem Kilometer zu viel unter Umständen hohe Beträge bezahlen muss für die Strafzettel. Also ein sehr angenehmes Fahren und Technik, Ausstattung, die in diesem neuen Hyundai i20 verbaut ist. Was können wir als Fazit ans Ende dieses Videos bringen? Der neue Hyundai i20 ist ein in meinen Augen ausgesprochen gelungenes Auto. Ein Kleinwagen, das auch die Qualität hat, für zwei Personen zum Erstwagen zu werden. So viel Raum bietet er, wenn man die Rückbank umlegt. Also die nicht die Bank, sondern die Rückenlehnen umlegt. Ein Auto, das optisch in die Zeit passt, sehr modern und klar gezeichnet ist, am Heck konkav, konvexe Formen, die sich auch vorn am Kühlergrill wiederfinden. Also mir gefällt dieser i20 wirklich gut. Wir haben drei Motoren in Anführungszeichen zur Auswahl, eigentlich nur zwei. Ein Motor eben mit 100 oder 120 PS, einer mit 84 PS, die Basis. Es gibt für dieses Auto auch ab der Ausstattungsstufe Trend alle möglichen modernen Assistenzsysteme. Der Innenraum ist wirklich schön geworden. Unterschiedliche Materialien, Oberflächen, die kombiniert sind. Allerdings ein bisschen, denn beim Klopftest klingt es manchmal so ein bisschen hohl. Aber das ist, wie gesagt, so ein Trend, den ich auch bei anderen Herstellern sehe. Wenn man sich vorstellt, dass man dieses Auto ab 13.000 Euro bekommt und beim Hyundai-Händler bestimmt noch handeln kann, und ich habe das aus eigener Erfahrung ja schon mal probiert, da könnte ich mir vorstellen, sind ordentliche Reduktionen noch möglich, dann bekommt man hier bei diesem i20 wirklich viel Geld für sein Auto, eigentlich wollte ich es umgekehrt sagen, viel Auto für sein Geld, und man bekommt 5 Jahre Garantie, auch das habe ich bereits erwähnt, und das ist wirklich Geld wert. Ja, das ist unser Video, unser Fahrbericht über den brandneuen Hyundai i20, der bereits beim Händler steht und auch noch zu 16% Mehrwertsteuer erworben werden kann. Falls euch das, was wir über dieses neue Auto hier berichtet haben, gefallen hat, über die Art, wie wir es gemacht haben, über die Fakten, die ihr bekommen habt, hinterlasst uns euer Like. Wir freuen uns darüber. Auch Kritik dürft ihr selbstverständlich hinterlassen. Und wenn ihr wiedersehen wollt, was wir so machen, dann aktiviert die Glocke und abonniert unseren Kanal, der autotester.de heißt. Um es nicht zu vergessen, selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn ihr bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischaut. Dort gibt es die interessantesten Leasingkonditionen, die dort verglichen werden. Und bei GetSafe könnt ihr mal schauen, wie Autoversicherung heute funktioniert, digital ohne Papier.